Also ich bin heute hier als Jüdin. Ich kenne Personen, die in Israel betroffen sind. Ein Bruder einer guten Freundin ist in Gaza zurzeit verschleppt. Und es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und ich freue mich sehr, dass sehr viele von der Zivilgesellschaft heute gekommen sind. Es war sehr unerwartet, weil man es zurzeit nicht so spürt. Aber es ist schön, es zu sehen. Ja, wenn man da sein muss. Ich bin Jude und Israeli und ich konnte das nicht verfehlen. Antisemitismus in Wien zugenommen hat? Also ohne Social Media hätte ich das nie gemerkt. Ich habe ein paar Hamas-Demos gesehen, die sich als Palästina-Demos verkleiden. Ziemlich ungeschickt. Sonst nicht. Mir persönlich ist nichts widerfahren. Leider ist er immer noch da und wird auch nicht aufhören. Weil die Österreicher und vor allem die Wiener, die sind sehr antisemitisch. Deshalb trage ich auch immer diese Sachen. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Daran, dass man sich nicht mehr sicher fühlt, in die eigene Universität zu gehen, da in Chatgruppen Hamas-Terror glorifiziert wird und die Universitäten nicht eingreifen, das nicht als ihre Verantwortung sehen. Und fühlt sich nicht mehr als sicher als Jüdin. Also. Und wären Sie prinzipiell dafür, wenn man eine gemeinsame Demo machen würde für den Frieden? Würde Sie das interessieren? Ja, das wäre ganz gut. Allerdings, schauen Sie, ich wohne im 10. Bezirk, mitten im türkischen Viertel. Und der Islam ist ein bisschen schwierig diesbezüglich. Es ist überall so viel Aggression da. Ich würde das nicht machen. Ich würde niemanden davon abhalten. Ich glaube nicht an die zwei Staaten mittlerweile. Ich finde auch, es gibt schon einen palästinensischen Staat, der heißt Jordanien. Ich finde, dabei kommt es sehr auf das Framing an. Also das am 7. Oktober ist das größte Massaker an Juden seit der Shoah. Und das ist ein Leid, was für sich steht. Und das muss man auch so anerkennen. Natürlich gibt es Leid auf beiden Seiten. Aber man muss auch wirklich die Bedeutung und den Schrecken von diesem Tag anerkennen können. Ich bin hier, um den Palästinenser zu unterstützen, weil man umsonst und ohne Grund einfach Kinder umbringt. Die Kinder haben damit nichts zu tun, die Zivilisten haben auch damit nichts zu tun. Ja. Aber Opfer gibt es auf beiden Seiten, wie sehen Sie das? Ja, natürlich, es gibt in jedem Krieg Opfer auf beiden Seiten. Es sind immer die Zivilisten damit schuld. Aber die israelische Militär bombardieren Gaza, während auch Juden da drinnen sind. Und beschuldigen dann damit einfach, dass dann die Hamas damit die Schuld ist. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt aber auf beiden Seiten ja Schuld. Die israelische Kultusgemeinde macht euch dann Lichtenmeer am Heldenplatz. Wäre es eine Idee, dass man gemeinsam eine Demonstration für den Frieden macht? Ist das eine Option? Genau, beide sind für Frieden verantwortlich. Beide wollen Frieden. Aber die haben eine andere Meinung und die haben auch eine andere Meinung. Es wird kein Verständnis da geben. Ja. Ich bin im Grunde einfach nur für Frieden, wissen Sie. Aber gerade ist es halt einfach so, dass die Palästinenser angegriffen werden und getötet werden. Obviously bin ich gerade im Namen der Palästinenser da. Aber natürlich wünsche ich dem israelischen Volk nichts Schlechtes oder so. Es geht im Grunde auch nur um Regierungen, die sich gegeneinander bekriegen. Und ja, im Endeffekt leidet dann das Volk. Also, ja. Das heißt, an einer gemeinsamen Veranstaltung werden Sie nicht abgeneigt? Auf jeden Fall nicht, nein. Solange man zu einem Konsens kommt, auf jeden Fall nicht, nein. Brillant. Wieder Diamant. Ja. 21. Ich studiere Mathematik.